Guten Tag, in diesem kleinen Demo-Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie einen T-Test für Matched Pairs in Excel in der Version 2016 anfertigen können. Im folgenden Beispiel geht es darum, es soll ein Vor- und Nachtest einer Schulklasse zum Beispiel oder eines Testergebnisses an einer Universität überprüft werden, ob Mittelwertunterschiede beider Testvarianten vorher und nachher signifikant voneinander unterschiedlich sind. Dazu verwende ich diesen Beispieldatensatz, den ich hier in Excel bereits vorbereitet habe, und möchte nun den T-Test für gepaarte Stichproben performen. Dazu habe ich bereits das Datenanalyse-Toolpack in Excel 2016 installiert. Das lässt sich aufrufen unter Daten, Datenanalyse. In einem anderen Video zeige ich, wie Sie dieses Datenanalyse-Toolpack aktivieren. Nun klicke ich auf Datenanalyse und es öffnet sich die Analyse-Funktion und dort kann ich unten den zwei Stichproben T-Test bei abhängigen Stichproben auswählen. Mit OK kann ich bestätigen und ziehe nun in den Bereich der Variable A, also diesen Vortest von C1 bis C20 in den Bereich der Variable A und für den Bereich der Variable B alle Daten unter Spalte D. Ich habe die Beschriftung hier, also die Labels, mitgenommen, also setze ich hier ein Häkchen in die Checkbox. Die hypothetische Differenz der Mittelwerte, die verglichen werden, dieses Kästchen, dieses Feld lasse ich frei. Das wird dann von Excel automatisch als 0 angenommen. Der Alpha-Wert, also das Fehlerniveau, beträgt 0,05. Nun klicke ich auf OK und ich bekomme in einem neuen Datenblatt meine Testergebnisse. Die Frage ist nun, ob zwischen beiden Gruppen, also zwischen dem Vor- und dem Nachtest, ein signifikanter Unterschied ermittelt werden kann. Und ich kann mir hier einmal die Teststatistik ansehen. Im Vortest habe ich einen Mittelwert von 17,52, im Nachtest einen Mittelwert von 18,5. Die liegen beide relativ nah beieinander. Und nun möchte ich tatsächlich wissen, ob ein statistisch messbarer Unterschied zwischen beiden Gruppen existiert. Und ich möchte das auf zweiseitige Signifikanz prüfen. Und das sehe ich hier, also unter dem Groß P von T kleiner gleich T zweiseitig kann ich ablesen, ob der Wert denn meine Schwelle von 0,05 überschritten oder unterschritten hat, also ob ich im Ablehnungs- oder Annahmebereich von H0 bin. In diesem Fall ist der Wert deutlich kleiner wie 0,005. Also lehne ich H0 ab, die besagt die Hypothese, dass beide Gruppen gleich sind. Für meine Interpretation von dem Ergebnis würde ich nun sagen, dass der Unterschied zwischen beiden Gruppen signifikant ermittelt werden kann. Also ich lehne H0 zugunsten der H1 ab und stelle fest, es gibt einen signifikanten Unterschied zwischen beiden Gruppen.